Nach der Attacke mit einem Geländewagen in Trier mit 5 Toten steht die Stadt unter Schock. 14 weitere Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Der Hintergrund der Tat ist weiter unklar. Laut Staatsanwaltschaft hat der mutmaßliche Täter womöglich psychische Probleme. Wir haben aber keine Anhaltspunkte dafür, dass irgendwie ein terroristisch geartetes Motiv, ein politisches Motiv oder ein religiöses Motiv eine Rolle gespielt haben könnte. Der Verdächtige stammt aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Der 51-Jährige steuerte am Nachmittag ein geliehenes Auto in die Fußgängerzone. Laut den Ermittlern fuhr er dabei wahllos Menschen an. Er stand demnach unter Alkoholeinfluss. Unter den Toten ist ein wenige Wochen altes Baby. Zahlreiche Menschen gelten nach der Tat als traumatisiert. Ich glaube, es ist der schwärzeste Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Verdächtige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Unter Umständen kommt auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Betracht. Die Stadt kündigte eine Gedenkveranstaltung vor der Porta Nigra an, dem Wahrzeichen der Stadt. Alle Fahnen in Rheinland-Pfalz sollen auf Halbmast wehen.